Ja, Werte schaffen für die Zukunft, das ist und bleibt unser Auftrag. Sachwertanlagen sind ein griffiges, sichtbares und profitables Investment. Stabilität und Sicherheit in Sachwertanlagen sind auch in Zukunft nicht zu ersetzen. Die Regulierung unterstreicht den hohen Qualitätsstandard der HIH Flugzeugfonds. Guten Tag und herzlich willkommen in Berlin. Unser heutiges Thema bei MeinGeld TV: Sachwertanlage mit Weitblick. Eine neue Ära hat begonnen. Die Sachwertanlagen haben sich den AIFM-Richtlinien angepasst. Sie sind hochgradig interessante Anlagemöglichkeiten, nicht nur für Privatanleger, sondern auch für institutionelle Kunden. Zu dem Thema haben wir heute Fachexperten eingeladen, um über die Zukunft und die Möglichkeit der Sachwertanlagen zu sprechen. Und dazu begrüße ich ganz herzlich unseren ersten Gast, Herrn Anselm Gehling, CEO der Dr. Peters Group. Guten Tag. Guten Tag. Herrn Alexander Schlichting, geschäftsführender Gesellschafter der Projekt Vermittlungs GmbH. Guten Tag. Guten Tag. Herrn Gerald Feig, Firmengründer und Vorstandsvorsitzender der Flexfunk Capital AG. Guten Tag. Ja. Herrn Gunnar Dittmann, geschäftsführender Gesellschafter der HIH Hamburger Emissionshaus GmbH und Sie KG. Guten Tag. Herr Schlichting, wie konnten sich Fondsinitiatoren so unterschiedlich entwickeln und was sind tatsächlich die Hintergründe dazu? Was meinen Sie? Also im Wesentlichen natürlich hat es was mit der Struktur teilweise in den Produkten zu tun. Es ist ja per Gesetz ein paar Themen ausgeschlossen worden. Klassische Ein-Produkt- oder Ein-Asset-Fonds, Single-Asset-Fonds. Bestimmte Finanzierungshebel sind Themen, die nicht mehr vollumfänglich so möglich sind. Das ist sicherlich eine große Herausforderung. Vielmehr haben wir auch vorhin schon das Thema gehabt, dass man versucht, dieses Thema AIFM einfach zu umgehen, weil es natürlich für einen erheblichen personellen, auch finanziellen Aufwand sorgt in den einzelnen Häusern. Und da gibt es natürlich ganz unterschiedliche Sichtweisen. Ich glaube, dass man sich dieser Herausforderung annehmen sollte, weil es viele große Chancen birgt, dieses Thema Regulierung. Und das hat bei uns beispielsweise dazu geführt, dass wir die KVG beantragt haben und auch in Zukunft uns klar zu diesem Thema Regulierung stellen. Wir sprechen seit eh und je von der Trennung zwischen Spreu und Weizen. Das ist ja eigentlich ein völlig alter Hut. Und wenn wir überlegen, was die Regulierung eigentlich zum Ausdruck bringen will, das ist auf der einen Seite Anlegerschutz. Und für das Misslingen oder Gelingen eines Produktes, eines Emissionshauses, sind ja eigentlich vier Komponenten notwendig. Wir haben einen Gesetzgeber, wir haben ein Emissionshaus, wir haben einen Anlageberater und wir haben einen Anleger. Und in der Vergangenheit war es so, dass eigentlich beim Misslingen alle vier gescheitert sind. Der Gesetzgeber hat nicht reguliert, er hat den Anbieter machen lassen, was er wollte. Der Anbieter hat dieses Geschenk angenommen, er hat das gemacht, was er wollte. Wir hätten eigentlich den Airbag gehabt, mit dem Anlageberater zu filtern, was ist gut, was ist schlecht. Er hat es oft nicht gemacht, er hat sich auf die Hochglanzprospekte verlassen. Und jetzt haben wir noch die vierte Komponente, Anleger. Der Anleger hat blind vertraut. Und wir haben in allen vier Punkten oftmals versagt. Und der Anleger, der sich die Frage stellt, wenn er sich an einem Fonds, an einer Beteiligung in Saudi-Arabien beteiligen sollte, warum er sich nicht einmal mit der Frage beschäftigt, was passiert eigentlich, wenn es Probleme gibt, muss ich mich mit einem arabischen Richter auseinandersetzen? Er hat trotzdem gezeichnet. Und das sind die Dinge, die in der neuen Welt dem Anbieter Freude bereiten, der sagt, darauf bin ich vorbereitet. Okay. Das ist toll, was Sie gesagt haben, finde ich sehr interessant und auch sehr ausführlich. Und dennoch stelle ich diese Frage zurück. Diese vier Punkte, die Sie gesagt haben, warum es gescheitert sind, ne? Einzeln. Irgendwann mal haben Sie diese vier Punkte, sage ich jetzt mal als Flexfonds, doch mal im Griff gekriegt. Sonst wären Sie ja heute nicht da, wo Sie sind. Die Grundlage, warum haben das andere Emissionshäuser dann nicht geschafft? Es bleibt dabei, die Grundlage ist Gier und Macht. Die beiden Punkte sind es. Wer Gier und Macht geprägt ist, der wird irgendwann mal spätestens bei der Regulierung an der Wand stehen. Und dann ist es vorbei. Herr Falk hat die Auslöser genannt, richtigerweise. Gier und Macht. Ich sehe aber auch ein Grundübel sehe ein Grundübel in der Vergangenheit dieser Branche darin, dass man sich zu wenig selbst als Initiator mit dem Produkt befasst hat. Das heißt, es fehlte teilweise Know-how, es fehlte echte Asset-Management-Qualitäten. Das heißt, der Schwerpunkt der Tätigkeit eines Emissionshauses lag zu 80% auf der Initiatorentätigkeit und vielleicht nur zu 20% auf der Tätigkeit als Asset Manager, Krisenmanager, Kommunikator gegenüber den Anlegern. Und mein Blick der Dinge
Natürlich auch, und das spiegelt sich dann in den Begriffen Macht und Gier wieder, sowohl beim Initiator als auch beim Anleger. Die Produkte sind nicht zwingend immer mit Qualität beworben worden. Die Produkte sind über viele Jahre hinweg, oder einige Produkte jedenfalls, im Schwerpunkt mit hohen Ausschüttungen beworben worden, was es dem Vertriebspartner teilweise leicht gemacht hat, das Produkt zu platzieren, weil Ausschüttungen beim Anleger ziehen. Der Anleger hat sich gefreut, hat aber mangels anderweitiger Aufklärung angenommen, die 8-9% Ausschüttung seien fast so sicher wie das Sparbuch. Und der Initiator hat gesehen, dass diese Produkte platzierbar sind und hat also weitere Produkte platziert. Aber das, die Schwäche vieler Produkte, die auch gescheitert sind in den letzten Jahren, sehe ich im Schwerpunkt darin, dass es an echten Managementqualitäten fehlte. Und ich kann für unser Haus nur sprechen, wir haben schon auch in der Vergangenheit darauf geachtet, Know-how und Asset Management zu haben. Aber auch wir sehen die Notwendigkeit, das weiter auszubauen. Wir sehen das auch beispielsweise aus Gesprächen mit institutionellen Investoren, die noch viel kritischer und sorgfältiger den Initiator auswählen. Und ich sehe, was wir im Zuge der Regulierung, um reguliert werden zu können, um die Lizenz zu erhalten, was wir nochmal an Personalaufwand betreiben mussten, um von der BaFin am Ende des Tages auch die Lizenz für unsere Assetklassen zu erhalten. Und ich glaube, von der Gewichtung her, ich habe eben gesprochen von 80% Initiator, 20% Asset Manager, die Gewichtung wird in den nächsten Jahren sich deutlich zugunsten des Asset Managers verlagern. Die Initiatorentätigkeit konzeptionell wird weiterhin wichtig bleiben, wird aber auch nicht mehr so vergütet werden wie in der Vergangenheit. Und entscheidend für den Erfolg eines Emissionshauses wird es künftig sein, wie das Asset Management aufgestellt ist und ob man auch wirklich in der Lage ist, Krisensituationen mal zu bewältigen. Ich glaube, dass man auch in der Beurteilung, warum sich hier Spreu auch vom Weizen trennt, warum es hier unterschiedliche Entwicklungen gibt, glaube ich, auch noch einen Schritt zurückgehen kann, nämlich in die Gründungsphasen unserer Branche. Es hat wenige Initiatoren gegeben vor 40 Jahren, die geschlossene Fonds aufgelegt haben, und zwar mit der Intention, Steuersparmodelle dem Anleger anzubieten. Und damals war es gar nicht so wichtig, um welches Objekt es geht. Es ging darum, wie viel Verlustzuweisung letztendlich dem Anleger geboten werden konnte. In dieser Phase war es umso wichtiger, ein funktionierendes Asset Management aufzubauen. Denn diese Verlustkompensation für den Anleger war ja nicht mehr gegeben. Und nur noch die Performance der Anbieter mit ihren Produkten, gute Produktauswahl vorausgesetzt und gute Partner mit im Boot, haben dazu führen können, dass überhaupt die erwarteten Renditen zu erreichen waren. Da hat es zu einem starken Wandel geführt, und in dieser Phase sind aber auch viele ausgeschieden, die zwar tolle Prognosen letztlich angeboten haben, aber nicht erfüllen konnten. Herr Feig, sollte man im Zuge der Regulierung nicht auch ein anderes Provisionsmodell einführen, welches die Interessenidentität von Initiatoren, Vermittler und Anleger vertritt? Also mit dieser Frage haben Sie bei mir auf den roten Knopf gedrückt. Mit der Frage beschäftigen wir uns tatsächlich seit 25 Jahren. Nämlich die Frage, könnte denn eigentlich ordentliche Gewinne entstehen, wenn man in einem Investment im Vorfeld eine Menge an Substanz herausnimmt? Das kann natürlich mathematisch nicht funktionieren, und wir haben seit langer, langer Zeit immer darum gekämpft, dass die Provisions- und auch die Kostenfrage, es ist ja nicht nur eine Provision, sondern auch eine Kostenfrage für alle Dienstleister, die in diesem Projekt, in diesem Investment mit dranhängen, dass man die auf ein vernünftiges Niveau streckt. Also es gibt eine kleine Gebühr am Anfang und es gibt eine laufende Gebühr für die Zukunft. Also das das Mitbeteiligen eigentlich in der Bewirtschaftungsphase ist aus unserer Sicht schon immer ein faires Modell gewesen. Etwas weniger am Anfang, möglicherweise sogar wie in einem unserer Fonds überhaupt nichts am Anfang, für gar keinen Dienstleister, sondern auf Zero Cost am Anfang. Und dann in der laufenden Bewirtschaftungsphase dann eben den Dienstleister, also auch den Anlageberater, den Konzeptionär, den Eigenkapitalbeschaffer eben mit zu beteiligen. Heute spitzt sich das tatsächlich darauf zu, dass wir dieses gesplittete Provisionsmodell haben. Ich würde sogar noch einen Tick weitergehen. Durchaus würde ich heute mit den heutigen Kenntnissen, die wir haben, durchaus auch eine Honorierung, also eine Honorarberatung, durchaus ins Kalkül ziehen, dass man sagt, der Anleger, der einen Anlageberater vor sich hat, der dann durchaus sagt, ich
ich bezahle dich wie einen Anwalt, einen Steuerberater für deine Dienstleistung. Für deine Beratung. Genau. Mhm. Und dann könnte man sogar auf die Gebühren ganz vorne weitgehend verzichten. Das Dreh- und Angelpunkt wird immer bleiben, was nehme ich von vornherein weg, um dann dieses Investment ins Laufen zu bekommen. Und mathematisch gesehen kann das eigentlich so nicht funktionieren. Wir haben seit 25 Jahren auch einen eigenen Vertrieb im Hause. Die konnten wir dafür sensibilisieren, dass wir Produkte herausgegeben haben, wo sie am Anfang überhaupt nichts bekommen und erst in der laufenden Bewirtschaftungsphase. Es ist ein schwerer Weg, das gebe ich zu. Und wir können auch Kunden auch nicht alle überzeugen. Aber jetzt sind wir nicht allein am Markt. Jetzt gibt es andere Marktteilnehmer, die auf diesen Zug aufspringen müssen. Und deswegen bin ich da guter Hoffnung, dass es alles besser wird. Also es ist nicht ganz falsch, was Herr Falk sagt, vielleicht aber auch nicht ganz richtig. Wenn ich Anleger wäre, würde ich mir schon Gedanken machen, dass mein Initiator und auch wiederum mein Asset Manager vernünftig bezahlt werden müssen. Vernünftig heißt aber letztendlich angemessen zur Leistung. Es gab in früheren Jahren Beispiele, Weichkosten 25% oder 30%. Das wird es definitiv nicht mehr geben. Aber man darf eben auch nicht unterschätzen, die Strukturierungs- und Konzeptionsarbeit kostet Zeit, kostet Manpower und kostet vor allen Dingen auch Know-how und Qualität im Personal. Deswegen glaube ich schon, dass der Initiator auch weiterhin am Anfang als Initiator verdienen können muss. Aber von der Gewichtung her wird es auch bei dem Thema mehr Richtung Asset Management gehen. Das heißt, die Asset Management Vergütung für Top-Leistung müssen auch top honoriert werden. Und am Anfang wird es deutlich weniger werden. Zu den Vertrieblern. Ich weiß, dass sich die Honorarberatung, die es in einigen Ländern sogar erfolgreich gibt, in Deutschland überhaupt nicht durchgesetzt hat, obwohl sie vielleicht sinnvoll wäre. Aber viele Kunden aus dem Bereich Sachwertanlagen wollen vielleicht gar keine zwingende Honorarberatung. Und man muss schon sehen, dass der Vertriebspartner heute viel mehr Arbeitsaufwand hat, wenn er ein Produkt seinem Kunden erklären will. Er trägt ein ungemeines Haftungsrisiko, wo ich auch glaube, Haftungsrisiken müssen vergütet werden. Und wenn Vertriebspartner heute Provisionen bekommen, glaube ich auch nicht, dass es sich auf Dauer durchsetzen wird, diese Provisionen über die Laufzeit eines Fonds, 10 Jahre, 12 Jahre, zu verteilen. Ich glaube, der gute Vertriebspartner, den man ja auch haben will als Initiator, der muss auch angemessen und auch rechtzeitig vergütet werden. Also kurzfristig. Ja. Aus meiner Betrachtung ist das genau die richtige Zeit, die Vergütungsmodelle zu ändern, nämlich in der Phase der Regulierung unserer Fondswelt ist jetzt der Punkt gekommen, dass wir die Anfangsvergütung reduzieren und aber auch während der Bestandsdauer des Fonds eine Bestandsvergütung zahlen. Wir sehen in unserem Vertrieb, dass gerade aus dem Bankenbereich doch sehr viele genau auch auf diesen Punkt ansprechen. Ich glaube, es werden nicht alle freien Vertriebspartner das gut finden oder mitmachen wollen, aber im Rahmen der Weisung unseres Marktes halte ich es für den richtigen Zeitpunkt, die Vergütung auch auf die Gesamtdauer eines Fonds zu verteilen. Aber eine Anfangsprovision werden wir auch weiterhin zahlen. Ja, wir haben uns ja frühzeitig zu diesem Thema Gedanken gemacht. Wir haben jetzt seit mittlerweile, glaube ich, 6 Jahren ein dreidimensionales Modell, wo wir also zu der Abschlussprovision, da bin ich sehr nah bei Ihnen, zu sagen, der Vermittler sollte schon auch eine entsprechende Vergütung für den Aufwand, den er dort betreibt, bekommen, aber halt auch über die Laufzeit eben eine Art Bestandsprovision erhalten. Und zusätzlich zum Thema Asset Management beteiligen wir am Erfolg des Fonds, wenn der Fonds tatsächlich so funktioniert, wie es bei uns in den Prospekten steht, dann auch den Vermittler mit einer Erfolgsvergütung über die Laufzeit. Man merkt, dass das ein Prozess ist und der Prozess ist sehr stark vermittlerabhängig. Ich glaube schon, dass auch hier aufgrund der Offenlegung der Provisionen man natürlich einen großen Schritt gehen konnte, in den letzten Jahren dann zu sagen, auch über die Laufzeit entsprechende Provisionen auszuzahlen. Wir haben sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Und auch diese laufende Vergütung aufgrund der Betreuung, die der Kunde ja nun auch laufend haben möchte und auch bekommen sollte, ist es, denke ich, mehr als angemessen, da auch in der Laufzeit weiteres Geld zur Verfügung zu stellen. Herr Dittmann, welche Besonderheiten zeichnen die neuen Publikumsfonds aus?
Ja, also ganz wesentlich sind bei den neuen Fonds in der regulierten Welt zu sehen, dass wir jetzt ein Risikomanagement haben mit Frühwarnsystem. Das heißt nicht, dass wir das vorher nicht hatten, aber es ist hier ganz klar vorgeschrieben und es wird auch von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht geprüft, wie eine Kapitalverwaltungsgesellschaft mit dem Risikomanagement in einem verwalteten alternativen Investment umgeht. Das ist also ein ganz wesentlicher Faktor. Darüber hinaus ist die Verwahrstellenfunktion sehr wichtig. Wir hatten ja in der Vergangenheit Mittelverwendungskontrolleure, aber nur für die Investitionsphase. Jetzt haben wir praktisch diese Funktion über die Gesamtphase der Asset-Laufzeit oder der Fondslaufzeit zu stellen durch eine unabhängige Verwahrstelle. Ganz wichtig dabei ist, dass die Verwahrstelle auch überprüft, ob das Eigentum vorhanden ist, wo es eingetragen ist. Es wird der Wert der Anlage festgestellt im jährlichen Rhythmus. Es muss Ankaufsgutachten geben. Das sind ganz wesentliche Faktoren, um für den Anleger sicherzustellen, dass er Schutz für seine Kapitalanlage erreicht. Ja, Besonderheiten bezogen auf den Publikums-AIF muss man ja zweiteilen. Bezogen auf den Sachwert, den der Initiator einkauft, sollte es gegenüber der Vergangenheit keine Besonderheiten geben. Alle Initiatoren, die heute noch am Markt tätig sind, haben auch in der Vergangenheit auf Qualität geachtet. Letztendlich, was dem Produkt und auch der Kapitalanlage am meisten zugutekommt, sind aber letztendlich die Kapazitäten, die die Initiatoren im eigenen Hause neu schaffen mussten. Wie eben Risk Management, Controlling, Compliance, alles Dinge, die eigentlich selbstverständlich sind, die jetzt aber jeder Initiator auch vorhalten muss. Und ich denke, ein weiterer wichtiger Aspekt ist das Thema Transparenz. Transparenz auch bezogen dahin, dass in der Darstellung jetzt es eine Vorgabe gibt im Bereich Net Asset Value, wo halt dann klar ist, für den Kunden auch einfacher zu vergleichen ist, wie tatsächlich sich Renditen darstellen. Weil oftmals wurden völlig unterschiedliche Renditedarstellungen gewählt, die natürlich zu keiner Klarheit geführt haben für den Kunden. Und jetzt hier da eine einheitliche Vorgabe zu haben, denke ich, ist für die Transparenz für den Kunden am Ende ein ganz wesentlicher Schritt, den wir sehr begrüßen, wobei es im Bereich gerade der Projektentwicklung, den wir ja betreiben, nicht ganz einfach war, sowas darzustellen. Aber das sind so Herausforderungen, die müssen sich die Initiatoren stellen. Herr Gehling, warum steigerten im letzten Jahr die institutionellen Investoren ihre Beteiligung um 41%, während sich die Privatanleger eher zurückhielten? Die Privatanleger weiß ich nicht, ob wirklich der Prozentsatz stimmt, dass weniger eingekauft wurde. Ich glaube, es wurde anders eingekauft. Bedingt durch die Regulierung gab es nun mal kaum regulierte Produkte. Der Anleger hat aber aus den Medien erfahren, dass es eine Regulierung der Branche gibt. Und wir zumindest für sich entschieden haben, nur noch regulierte Produkte einkaufen zu wollen. Das heißt, Sie warten? Wenn die am Markt nicht verfügbar sind, orientiert man sich anders. Was wir gesehen haben im letzten Jahr, zu meinem oder unser aller Leidwesen, dass viele Anleger, auch unsere Kunden, sich partiell Richtung offene Fonds orientiert haben. Und wir sie jetzt wieder begeistern müssen für Sachwertbeteiligungen von uns, wo ich auch glaube, dass die einfach qualitativ besser sind als offene Fonds. Also was ich sagen kann für unser Haus, es gibt fast schon eine aggressive Grundhaltung und Nachfrage unserer Kunden, wann die nächsten Produkte kommen. Es war schwierig zu erklären, dass wir noch nicht so weit sind, weil wir erst die Regulierung abarbeiten müssen und dass die Abarbeitung der Regulierung auch sehr viel Zeit in Anspruch genommen hat, was gar nicht mal an uns lag, sondern an der Regulierung selbst. Wir sehen das im privaten Bereich etwas anders, weil wir glauben, dass der Berater da so das Zünglein an der Waage ist. Der Berater eher in der wartenden Position ist zu sagen, ich möchte jetzt vielleicht kein Produkt in der Übergangszeit platzieren und warten auf ein tatsächlich voll reguliertes Produkt mit allen daraus entstehenden Themen. Insofern sieht man, dass der Berater tatsächlich einen hohen Aufwand betreiben muss, um hier Aktivitäten zu erhalten. Ja, da ist wirklich einiges zu leisten. Aber es gibt ja auch einige Beispiele, dass auch im Bereich der Publikumsfonds letztes Jahr Zuwächse da waren. Also ich denke, dass man da pauschal nicht immer sagen kann, dass da kein Geld investiert wird. Erstmal die Restriktion der Privatanleger lässt sich eigentlich auf drei Punkte zurückfahren. Erstens mal, die Skandale der letzten Jahre haben den Privatanleger erstmal verunsichert und das auch zu Recht. Zum zweiten Mal ist es so, dass die Regulierung der Anlageberater und die
Skandalwelt auch den freien Berater und auch den Bankberater ebenfalls verunsichert haben. Auch bei den Bankberatern ist es oft so, dass sie auch sehr, sehr verstärkt den Regulierungen unterliegen und die Kontrollinstanz, nämlich den Berater an der Bank, mit jedem Schritt und Tritt zu überwachen, hat ihn auch ein wenig verunsichert. Und letztendlich ist es so, dass wir alle, die ganze Branche, darunter leiden, dass es natürlich auch nicht ausreichende Produkte mehr gibt. Früher gab es eine ganze Menge von Produkten, wo wir alle wählen konnten. Heute gibt es nur noch eine Handvoll. Und wenn man nur wenige Produkte hat, kann auch wenig abgesetzt werden. Also ich bin felsenfest davon überzeugt und in höchstem Maße optimistisch, dass wir ab 2015 wieder ordentliche Zahlen haben für alle Beteiligten. Herzlichen Dank an meine Experten. Das war die Runde zum Thema Sachwertanlagen mit Weitblick.